Hallihallo und willkommen zu Teil 2 meiner Top 20 attraktivsten Schauspielerinnen aus Film- und Serienbereich der Superhelden. Wir sind beim letzten Mal leider nur bis Platz 5 gekommen und jetzt fehlen noch 4 weitere Schauspielerinnen damit noch die 4 attraktivsten Schauspielerinnen in Superhelden, Filme und Serien, meiner Meinung nach. Ja, da machen wir jetzt gleich weiter auf Platz 4 mit Cara Delevingne. Sie spielt in DCU, in der Suicide Squad, Enchantress. Und wer das nicht gesehen hat und sie nicht kennt, kennt sie vielleicht aus dem Film Valerian als Lorelei. Oder halt aus Margos Spuren als Margo. Sie ist eine britische Schauspielerin und auch Model. Am Anfang eher Model, aber sie wollte sich dann weiterentwickeln und ist dann Schauspielerin geworden. Manche finden es besser, manche schlechter. Viele Jungs finden es natürlich besser. Viele Kritiker kritisieren ihre Schauspielerart, aber es geht ja jetzt hier auch nicht so, wie gut man schauspielen kann, sondern wie gut man aussieht, so. Blöd, dass sich irgendwie anhört, aber darum geht's halt jetzt hier. Sie ist am 12. August 1992 geboren, ist damit erst 26 Jahre alt, also noch ein junger Hüpfer und auch sehr attraktiv. Auf Platz 3, jetzt kommen die Top 3 schön, haben wir Elizabeth Olsen. Ja, sie spielt Wanda Maximoff in MCU und ist auch mit Vision zusammen. Ich muss sagen, Vision hat einen sehr, sehr guten Geschmack, damals. Abgesehen, dass er ein Android ist, aber anscheinend haben seine Berechnungen gezeigt, dass Wanda wirklich attraktiv zu scheinen sei. Und sie, wer das nicht gesehen hat, könnte man auch kennen aus Godzilla zum Beispiel, hat sie L.A. Brody gespielt. Nebenbei muss man auch noch sagen, dass sie da als ihr Mann, den sie da in dem Film hatte, wurde von Aaron Taylor-Johnson gespielt, der im MCU sein Bruder ist. Also sie hat schon mehrmals mit ihm gearbeitet. Nur leider hat das MCU leider nicht so lange gedauert. Schade um Quicksilver. Aber wir haben jetzt hier Elizabeth Olsen und sie ist eine US-amerikanische Schauspielerin und ist am 16. Februar 1989 geboren und ist 29 Jahre alt. Und wie ich finde, eine sehr, sehr attraktive Schauspielerin. Hat auch noch Schwestern, die auch sehr gut aussehen. Aber Elizabeth ist in meinen Augen dann doch die schönste aus ihrer Schwesternschaft, sagen wir mal so. Dann kommen wir jetzt zu Platz 2, da haben wir Amber Heard. Man muss sagen, vor ein paar Jahren wäre die Liste echt anders geworden, aber dann hat man sowas wie Just Leech gesehen oder jetzt auch so ein paar Bilder aus Aquaman und so weiter. Denn Amber Heard spielt halt in DCU Mara. Und sie ist praktisch dann später die Love Interest von Aquaman. Jetzt am Anfang noch nicht im DCU, aber Mara ist halt die Frau von Aquaman. Und ja, sie ist eine US-amerikanische Schauspielerin, also Amber Heard, nicht Mara. Und ist am 22. April 1986 geboren und ist 32 Jahre alt. Sie war auch mit Johnny Depp mal zusammen, was nicht so gut gelaufen ist, bedauerlicherweise. Aber ja, es geht jetzt hier auch um die, also na gut, sie ist normal eigentlich eine Blondine, die auch sehr, sehr gut aussieht. Aber jetzt im DCU ist sie eine rothaarige Wasserbewohnerin, nenne ich es mal, denn sie ist jetzt kein genauer Atlantana oder wie man das genau nennt, aber sieht trotzdem sehr, sehr gut aus. Obwohl ich sagen muss, dass mir das im Aquaman-Trailer nicht so gut gefallen hat, da sie da ein bisschen, wie soll man es gut sagen, aufgedunsen aussah. Sprich, als hätte sie viele Operationen schon hinter sich, was nicht so gut aussieht. Aber allgemein fand ich sie trotzdem schon sehr, sehr gut aussehend. Und mal gucken, was wir weiter mit ihr erleben dürfen in die Serie kommenden Aquaman-Film und weiteren anderen Filmen wie Just Leech, wo sie auftreten könnte. So, jetzt kommen wir auf den goldenen Platz 1 und der attraktivsten Frau, die ich hier gesehen habe. Ja, sie hängt auch in mein Zimmer, die sehe ich mir dann jeden Morgen an. Ein bisschen creepy, also wenn man darüber nachdenkt. Naja, egal. Aber auf meinem Platz 1 ist Margot Robbie. Spielt im DCU Harley Quinn und sie ist so der Trost für viele, wer das DCU halt hasst, kann trotzdem nicht sagen, dass sie uns nicht eine perfekte Harley Quinn gegeben haben. Sieht gut aus, spielt sie auch hammermäßig gut. Also ist jetzt nicht so, dass in der Margot Robbie nur gut aussieht. Sie spielt halt auch Harley auch noch so mega gut. Während Jared Leto als Joker die meisten sehr enttäuscht, ist Harley Quinn einfach nur eine Goldgrube, sagen wir mal so. Wer jetzt Suicide Squad nicht gesehen hat, Schande über dich. Ist jetzt sowieso nicht der größte Film, aber
finde, um Harley Quinn zu finden, sollte man die mal geguckt haben. Kennt sie vielleicht auch Wolves of Wall Street? Ja, da steht sie spielt Naomi, wo es ein bisschen freizügiger abgeht. Und ich muss sagen, ich finde eher weniger, wie man damit sowas umgeht. Wirkt dann halt irgendwie so, als hätte man sie nur genommen, um ja, ein bisschen was für die Männerwelt zu bieten und nicht mehr. Darum finde ich auch Wolf of Wall Street nicht so den besten Film, ist nett und so weiter, aber naja, so viel dazu. Sie ist eine australische Schauspielerin und ist am 2. Juli 1990 geboren und ist 28 Jahre alt. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Sie ist leider vergeben. Da gab es so einen Glückspilz namens Tom Ackerley, der seit 2016 jetzt mit ihr verheiratet ist. So ist das leider. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass sie eine lange und glückliche Ehe hat im Vergleich zu Scarlett Johansson, die ja schon zweimal geschieden ist. Aber leider ist das oftmals in solchen Beziehungen, am meisten Hollywood-Bereich, irgendwie hält das nicht lange. Leider. Aber trotzdem hofft man ja natürlich das Beste. Solange sie glücklich ist, bin ich glücklich, sagen wir mal so. So, und damit habe ich jetzt meine 20 attraktivsten Schauspielerinnen im Superheldenbereich aufgezählt. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr so das findet, ob ihr mir da zustimmt oder da voll dagegen seid, weil ihr das irgendwie jemanden voll hässlich findet. Und auch eure eigene Top 10, Top 20 oder noch viel mehr, weil es sind ja längst noch nicht alle. Ich dachte eigentlich so, ich mache mal alle rein, die es so gibt, aber dann ist mir aufgefallen, wir haben eigentlich sehr, sehr, sehr viele Frauen im Superheldenbereich. Und darum habe ich mich jetzt nur auf 20 bezogen. Aber ja, schreibt mir in die Kommentare, wer euer Lieblings-, also attraktivsten Schauspielerinnen sind. Und das war es soweit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.